So, liebe Leute, weiter geht's heute mit Hogwarts Legacy. Wir machen heute weiter und wollen noch ein paar Sachen erledigen heute. In der letzten Folge, liebe Leute, haben wir ja unter anderem... Nein, wir haben nicht nur unter anderem, wir haben den Raum der Wünsche gekriegt. So, jetzt muss ich gerade was gucken, wo wir eigentlich als nächstes weitermachen könnten. Okay, passt. Ich gucke jetzt gerade mal, was wie viel Kohle wir haben. Wir haben immer noch so wenig. Ich will noch ein bisschen drum rumkommen, dass wir einen Besen kaufen. So. Warte mal, was wollte ich jetzt eigentlich die ganze Zeit gemacht haben? Ach so, ja, die Aufträge checken. Genau. So, wir sollen uns mit Sebastian treffen. Das wäre, glaube ich, das Nächste, was wir machen könnten. Beschaffe und teste einen Fokustrank. Beschaffe die Zaubertränke Maximal Edorus. Maximal Edorus und Fokus. Können wir das sogar schon hier machen? Eine Tränkestation? So, dann nehmen wir... Ach, wir haben noch keine Zutaten. Maximal Edorus und Fokus. So, wir müssen also zu Pippins paar Zaubertränke. Das würde ich jetzt als nächstes machen wollen. Nee, wir machen jetzt was, Sebastian. Wir machen in der nächsten Folge jetzt die Zaubertränke. Tschüss. Danke, Dick. Ja, weiter geht's. Die Reise heute mit unserem Freund. Mit unserer guten Schülerin Ellie Williams. So, wir machen weiter. Wir reisen jetzt runter zum... Geht jetzt zu Sebastian. Dort lernen wir dann hoffentlich den... Mal groß. Ah, Devioso-Zauber reinhauen. Weil ich diese Handbuchseite hier nehmen will. Uns fehlt doch eine Handbuchseite. Dann haben wir die nächste Herausforderung abgeschlossen. Das ist, glaube ich, was anderes. Es muss spät sein, es ist nämlich niemand mehr hier unterwegs. Wobei wir eigentlich ja auch nicht hier unterwegs sein sollten. Rebellion. Rein theoretisch sollten wir um diese Zeit auch nicht unterwegs sein. Ich glaube, ab 9 Uhr ist, glaube ich, Ausgangssperre in der Schule, das heißt eigentlich nicht. Warte mal, was haben wir hier noch? Achso, das ist nur so eine Erdkugel, die wir drehen könnten. Und hier sollen wir uns mit Sebastian treffen. Hier drüben. Sebastian, lange nicht gesehen. Stimmt. Schön, dass du meine Eule erhalten hast. Ich muss dir was zeigen. Erstmal danke für das, was du in der Bibliothek getan hast. Natürlich. Scribner wollte mich nachsitzen lassen, aber ich habe meine Mittel und Wege. Du hast den Kopf für mich hingehalten. Und das ist viel wert. Hast du gefunden, was du gesucht hast? Das habe ich. Aber es fehlte etwas. Darüber sollten wir woanders reden. Verstanden. Wir können gleich weiterreden. In der Krypta. Nicht mal die Professoren wissen von diesem Ort. Krypta? Was? Hier lang. Ich meine, weiß, wo sie ist. Genau hier gibt es einen Geheimgang. Sehr gut verborgen. Und ich wusste, wo er ist. Betritt den geheimen Raum. Wie
Wie hast du diesen Ort gefunden? Durch meinen Freund, Ominous Gaunt. Er hat ihn Krypta getauft. Wir haben hier immer Koboldstein gespielt. Mit meiner Schwester, Anne. Sie liebte dieses Spiel. Wie gerne würde ich nochmal gegen sie verlieren. Hört zu, ich habe Ominous geschworen, diesen Ort zu schützen. Also behalte das hier bitte für dich. Er vertraut niemand anderem außer mir. Schon seit wir uns kennen. Das will ich nicht aufs Spiel setzen. Früher sind wir fast täglich hier reingeschlichen. Wir wurden nie erwischt. Ominous Gaunt ist, glaube ich, der Urgroßvater von Voldemort. Also ist einer der Vorfahren auf jeden Fall. Ich kenne Ominous aus dem Zaubertrankunterricht oder Kräuterkunde. Er findet sich mit seinem Zauberstab im Schloss zurecht. Ja, das stimmt. Ich weiß nicht wie. Ominous wurde blind geboren. Da hilft kein Zauber. Oh. Es ist fast so, als hätte sein Zauberstab ein Bewusstsein. Würde mich nicht wundern. Ollivander sagt immer, der Zauberstab wählt den Zauberer. Hat er so diesen Ort gefunden? Nein, jemand in seiner Familie wusste davon. Die Gaunts sind voller Geheimnisse. Oh ja. Ich habe noch nie jemand anderen davon sprechen hören und auch noch nie jemand anderen hier gesehen. Erzähl das niemandem, besonders nicht Ominous. Er hat für seine Familie oder ihre Geheimnisse nichts übrig, aber dieser Ort bedeutet ihm viel. Verstanden. Aber warum hat Ominous für seine Familie nichts übrig? Die Familie seines Vaters stammt direkt von Salazar Slytherin ab, einem der vier Gründer von Hogwarts. Genau so ist es. Die meisten von ihnen sind besessen vom Blutstatus. Ominous kann sie nicht ausstehen, wie er dir gerne bestätigt. Wie dem auch sei, die Krypta war der perfekte Ort, um sich vor neugierigen Blicken zu verstecken und sogar verbotene Zaubersprüche zu üben. Ach ja? Zum Beispiel? Den Explosionszauber. Die Professoren sagen, der Zauber sei nicht geeignet für Schüler. Klingt nach einem gefährlichen Zauber. Du klingst wie Ominous. Er missbilligt die Verwendung verbotener Zaubersprüche, obwohl er diesen gerne gelernt hat. Ein Zauber wie Confringo ist nur in ungeübten Händen wirklich gefährlich. Solche Zauber sollten lieber richtig gelehrt werden. Ehrlich gesagt interessiere ich mich eher für feurige Formen der Magie. Aber du solltest ihn lernen. Ich kann ihn dir hier gefahrenlos beibringen. Es kann dauern, bis man ein Gefühl dafür bekommt. Bewege den Zauberstab wie ich. Die Beschwörung lautet Confringo. Also gut. Du hast es raus. Bereit, es richtig auszuprobieren? An dir? Konzentriere dich aber. Damit die Krypta intakt bleibt. Katrinko. Gut gemacht. Wie ist es so? Ein bisschen heiß. Du gewöhnst dich dran. Über den Zauber Confringo. Gut so. Ich glaube, ich hab's. Gut gemacht. Ich muss schon sagen, das hat Spaß gemacht. Als ich mit Ominous das erste Mal Confringo übte, versenkten wir uns die Augenbrauen. Das hätte ich gern gesehen. Das hat uns lange verfolgt. Bis heute hat dieser Spruch etwas an sich, das süchtig macht. Wie viele verbotene Dinge. Das ist genau die Art von Magie, die ich lernen wollte. Ich kenne noch viel mehr. Ich übe hier schon seit Ewigkeiten ähnliche Zaubersprüche. Allerdings habe ich Anne und Ominous nicht von jedem erzählt. Ich war schon länger nicht mehr hier. Ohne Anne ist es anders. Das mit deiner Schwester tut mir leid. Wenn ich irgendwas tun kann. Wenn ich wieder nach Feldcroft gehe, könntest du mitkommen und Anne treffen. Sie kann Aufmunterung gebrauchen. Sag mir einfach wann und wir treffen uns. Sie vermisst Hogwarts. Sie sitzt zu Hause bei unserem Vormund Onkel Solomon fest. Leider musst du ihn auch kennenlernen. Eine neue Schülerin zu treffen ist genau das, was sie braucht. Ich freue mich darauf. Prima. Übrigens, was hast du da vorhin in der Halle nicht sagen können? Was denn? Wo soll ich da bloß anfangen? Du sagtest, bei deinem Fund in der Bibliothek fehlt etwas. Also,
Es hat sicher mit dem zu tun, was du mir erzählt hast. Über den Portschlüssel, Gringotts und Ranrock. Dir entgeht wirklich nichts. Und ja, das ist es. Wie du sicher schon vermutet hast, steckt noch mehr dahinter. Ich höre. In dem Buch aus der verbotenen Abteilung fehlten Seiten. Das war's auch schon. Schade. Dachte nicht, dass du mich mit einer so vagen Antwort abspeist. Weil es sich auch einfach nichts angeht. Als auch Ranrock hinter dir her sind, solltest du den Explosionszauber noch ein bisschen üben. Bleib hier, solange du willst. Und denk daran, dieser Ort bleibt unter uns. Klar. Wenn ich nach Feldcraft gehe, gebe ich Bescheid. Verlasse die Krypta. Oh, oh. Hallo, Sebastian. Warte. Du da. Ich kann dich hören. Oh, hallo. Ominous, nicht? Ich glaube, wir haben Zaubertränke zusammen und Kräuterkunde. Die Stimme kenne ich. Hab dich in Zaubertränke mit Gareth Weasley reden gehört. Du bist neu in der fünften. Kommst du gerade aus der Krypta? Wie bist du da reingekommen? Die Zufall. Der Raum heißt die Krypta? Ah, ich war auf Erkundungstour und fand mich plötzlich in einem seltsamen Gang wieder. Lüg nicht! Niemand stößt zufällig auf diesen Raum. Sebastian hat dir von ihm erzählt, oder? Nein. Wenn du irgendjemandem von diesem Ort erzählst, kann dir nicht einmal dein werter Professor Fig helfen. Mein Vater ist mit dem Schulleiter befreundet. Ich habe keine Scheu davor, das auszunutzen, wenn nötig. Du brauchst mir nicht zu drohen. Ich behalte deine Krypta für mich. Und Sebastian ist ein guter Freund. Du solltest ihm nicht gleich das Schlimmste unterstellen. Ich muss mir von dir nichts über meinen ältesten Freund sagen lassen. Schön, danke auch. Ominous, ich meinte nur... Ich weiß, was du meintest. Sebastian handelt sich schon genug Ärger ein. Er braucht deine Hilfe nicht. Dafür wird sich Sebastian etwas anhören dürfen. Avada Kedavra! Ups. So, dann haben wir hier unten, glaube ich, noch einen Beziehungsauftrag, den würde ich noch gerne mitnehmen. Aber wo ist denn der? Ist der hier unten oder ist der oben? Hier unten ist der. Hast du Zeit? Ich könnte Hilfe brauchen. Klar. Du wolltest mit mir sprechen? Stimmt. Hallo, ich bin Duncan Hobhouse. Ist mir ein Vergnügen. Moin. Ich habe schon von dir gehört. Du hast gegen Trolle und Drachen gekämpft. Kann sein, dass das so wirkt. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Es waren oft einfach die Umstände. Dein Ruf eilt dir voraus und ich schätze, er entspricht der Wahrheit. Darum bist du genau die Person, die ich brauche. Naja, in Professor Hackets Unterricht haben wir gelernt, Irrwichte abzuwehren und... Also... Meine hat leider die Form eines Knuddelmuffs angenommen. Okay. Die sind doch niedlich. Wer hat denn Angst vor Knuddelmuffs? Die sehen süß aus, bis sie dir die Zunge in die Nase stecken. Bitte was? Egal, wie gerechtfertigt meine Angst vor Knuddelmuffs auch sein mag, ich habe mittlerweile den Ruf, ein Feigling zu sein. Manche nennen mich sogar Dankuff Knuddelmuff. Naja. Das tut mir leid. Worte können echt wehtun. Danke. Poppy bietet ständig an, mir mit meiner Angst zu helfen, aber ich fühle mich nicht wohl dabei. Zu allem Überfluss habe ich dummerweise behauptet, dass ich mutiger wäre, als alle denken, da ich im verborgenen Kräuterkunde-Korridor war. Der verborgene Kräuterkunde-Korridor? Ja. Gerüchten zufolge hat der Kräuterkunde-Professor vor Professor Garlic dort gefährliche Pflanzen aufbewahrt. Angeblich ist er so überwuchert, dass sich niemand mehr hineintraut. Ich hatte gehofft, du könntest mir vielleicht einen Beweis dafür besorgen, dass ich, naja, dort war. Vielleicht ein Blatt von einer besonders gefährlichen Pflanze? Klar. Klingt spannend. Na gut, ich helfe dir gern. Hervorragend. Das weiß ich zu schätzen. Komm zu mir, wenn du den Beweis hast. Ich stehe ewig in deiner Schuld. Ich möchte Ihnen
Wingardium Leviosa beibringen, um Objekte für kurze Zeit schweben zu lassen. Sobald Sie ein paar Voraussetzungen erfüllt haben, kommen Sie nach dem Unterricht zu mir. Giftige Tapferkeit. Erstmal machen wir diesen Auftrag bzw. Auftrag. Den machen wir heute noch in der Folge. Und in der nächsten Folge lernen wir dann hoffentlich Wingardium Leviosa. Wobei, wir können aber auch erstmal den Zaubertrank, die Zaubertrankgeschichte machen. Und sobald wir die 2000 zusammen haben, oder wenn es nicht mehr anders geht, Tum und Besen. Ich will ihn gerne haben, ich will den teuren Besen. Das ist eine gute Frage irgendwo. Finde und betritte den verborgenen Kräuterkunde-Korridor. Schade, ich dachte, hier gibt es vielleicht einen. Ja, eine Herausforderung abgeschlossen. Okay. Wir sind doch noch mal weiter runter. Aber schon krass, dass wir einfach hier rumspazieren dürfen. Normalerweise sollten wir ja vermutlich schlafen. Diese Ranken sind so trocken, dass ein Funke sie entflammen würde. Probieren wir es aus, wa? Der verborgene Kräuterkunde-Korridor. Das muss der Eingang zum verborgenen Kräuterkunde-Korridor sein. Teufelsschlinge. Die scheint im Dunkeln zu gedeihen. Oh. Mag vermutlich kein Licht. So, lass was mal. Wir sollten ein bisschen aufpassen. Jetzt ein bisschen spammen. Warte mal, ich kann das was anderes machen. Wir machen Lumos. Lumos. Wie es aussieht, hat die Teufelsschlinge eine Truhe beschützt. Nicht identifizierter Gegenstand Hals. So, wir müssen schon mal dadurch. Mit nur einem Stück dieser riesigen Venemosa Tentacula könnte Duncan wohl seinen Mut beweisen. Blatt einer riesigen Venemosa Tentacula. So, dann gehen wir mal rüber. Incendio.
Chance. Wir sollen zu Duncan zurückkehren. So, machen wir mal. Und dann machen wir auch Feierabend für heute. Dann sind wir schon bei 25 Minuten ungefähr. Ich mache die Beziehungsaufgaben nicht alle, aber wahrscheinlich nicht alle, aber ich werde sie größtenteils machen, damit ich hier ein bisschen ja, A, Geld verdiene und B, natürlich auch EP bekomme. Oh, eine Truhe. Umhang der dunkle. Hallo, ich will hier raus. So, dann gehen wir mal zurück. Danke auf Knuddelmuff. Also. Hast du schon etwas, um meinen Mut zu beweisen? Ja, natürlich. Hallo Duncan, ich habe den Beweis für dich. Das ist ein Blatt? Das war ja eine riesige Venemosa Tentacula. Das ist besser, als ich zu träumen gewagt hätte. Ich wusste, ich kann auf dich zählen. Danke, dass du mir das besorgt hast. Gerne. Gern geschehen. Ich hoffe, das hilft dir, dich zu beweisen. Wenn ich das heute Abend allen im Gemeinschaftsraum zeige, ist es vorbei mit Duncove Knuddelmuff. Dann merkt Everett, wie lächerlich der Spitzname war. Danke nochmal und bis bald. Ich bin so erleichtert. Danke für deine Hilfe. Mit Duncove Knuddelmuff ist jetzt Schluss. Giftige Tapferkeit geschafft. Und wieder einen Beziehungsauftrag abgeschlossen. Wir sind fast sogar Level 16 mittlerweile. So, wir haben einen Talentpunkt noch. Wir sind fast Level 16, ja. Haupttalente. Wir nehmen den hier. So, warte mal, ich habe jetzt Ausrüstung. Gucken wir mal, was wir brauchen. Aber müssen wir was umsetzen können? Dazu müssen wir einen Raum der Wünsche. Hey, komm mal. Wir können es ja aufdecken und dann verkaufen. Ach nee, hier ist was. Warte mal, wir können ja, das wird eh weniger werden, das heißt 90 ist es wert. Dann werden wir, gehen wir mal kurz mal zum Raum der Wünsche, auf die Karte gucken. War denn nicht irgendwo Verhandlungshof? Wo war denn der Raum der Wünsche? Woanders.
Das war jetzt nicht beabsichtigt. Ich will eigentlich mal kurz den Raum der Wünsche noch rüber. Ah, hier. Den wollte ich haben. Geheime Räume war es. So, jetzt müssen wir mal kurz eben dahin, wo wir was denn packen können. Hier war ich. Schneewasserschal mit Eulenmotiv. So, warte mal, Ausrüstung. Schal. Halsbekleidung, genau. So. Alter, Schal mit einer Rauni. Cool. So. Gut, dann soll das für heute schon wieder Feierabend gewesen sein. Wir sehen uns wieder in der nächsten Episode, liebe Leute. Wenn ihr Bock drauf habt, morgen um 14 Uhr. Und ja, was anderes können wir gerade nicht machen. So, wir werden auf jeden Fall mal mit der Kartenkamera weitermachen. Ich bin raus, Leute. Wir sehen uns wieder morgen um 14 Uhr, wie gesagt. Und dann bin ich raus. Da bin ich du weiter. Mach ich weiter. Tschüss.